Schön. Gut. Aber wir müssen immer noch. Wir müssen eigentlich immer noch die. Das ist gar keine Tür, oder? Die Beutel suchen. Die zwei Beutel. Oh Gott, wie süß. Oh. Na du? Well, looky doda, we've got a fresh face. I haven't seen you in the city before, and I like to think I know just about everyone around here. Ein Schimmerstein-Typ. Allow me to introduce myself. I'm Osha. Some people around here call me the one glowstone guy, because I'll buy anything for one glowstone. Any item under the sun and moon. Bietest du gerade irgendwas zum Verkauf an? Did I mention some people call me one glowstone guy? Well, I've got two nicknames around here. The other thing people call me is 500 glowstone guy. I only ever have one item for sale at a time, and I only sell anything for one price. Guess how much? 500. 500 glowstones. Und was verkaufst du gerade? Sealant. Dichtmasse. Okay, warum Dichtmasse? See, I like to buy things and hold on to them. At any given time, there's always one thing that everyone needs and nobody has. And I just make sure I happen to have it. Right now, that thing is sealant. The woodworkers need it for weatherproofing, the engineers need it for pipe making, and the fisherfolk need it for boat building. Apparently, the shipment that was coming ran a reef, which is just the kind of news I like to hear. Ich verstehe. Ja. Would you like to buy some sealant? It'll be 500 glowstones. Nein, danke. There's only one thing I want that I can't seem to get. But I'm not sure you can help. Was denn? I want to get into that fancy club, the Roots. They're such exclusive little buggers. I need the password to get in. No idea who to talk to about that. Get me that password, and I'll give you the sealant. Yeah, this part. Ja, noch eine neue Quest. Also, ich will eigentlich echt gerne die Quest mit den. Ah, da ist die dritte. Well, hello there. Such a great day, isn't it? Na klar. I just love days like this. Last night, I saw two shooting stars, and right then, I knew today was going to be a fine one. Ah, you're an artist? Oh, you must be very skilled. I can barely draw a straight line in the mud. If you're feeling especially energetic, we could always use a hand in the fields. We've got a lot of work down on the pea terraces. It can be draining, but I like to read in my free time. A nice book of poetry always boosts my spirits. Thema wählen, falsche Zucchini. What? Are you serious? Okay, well, I bought some, but I definitely didn't eat them. I'd never make that kind of mistake. I just don't have them anymore. Threw them away. I need to go now. What's in? Ah, the secretive underground tea drinking society. I've had a few cups of dream tea in my day, but things have changed since then. Now it's all locked doors and passwords. Okay, dann lasse ich dich mal kurz alleine. Oh, Bretter.
Sehr schön. Was zum Henker? Nochmal Tuch. Oh. Sweet. So. Jetzt haben wir alle bis auf eine, gell? Oh my god, I can't believe this happened. Have you gotten any of the tumors back? I don't mean to rush you, but this is urgent. Ich bin dabei, das ist deine Schuld, ja. Ich brauche noch einen einzigen brauche ich noch. Ah, so, fertig, den Rest mache ich später. Hey, Zieper, cool. Wir brauchen jetzt... Wir brauchen noch einen. Ein Kunde hat die Knolle anscheinend bereits gegessen, doch es war ihm zu peinlich, es zuzugeben. So, wo ist jetzt noch eine Tüte? Tüte. Eine blaue Tüte brauche ich. Oh, hat er nicht, okay. Ah, da hinten geht's weiter, okay, das habe ich vorhin nicht gesehen. Oh Gott, mit diesen Fingernägeln zu schreiben. Junge, wow. Das ist ja Kunst an sich, hey. Ah, da ist der letzte. Oh, geht's dir nicht gut? Oh, what is it? Oh nein. Du siehst nicht so gut aus, ist alles in Ordnung. I feel like I just ate a huge bite of death. Ja, hast all du. I had today was a zucchini. I mean, it looked weird, but it tasted really good. Ja. Oh, great. Yeah, I bought one. I ate it already. Oh, how long is this gonna last? Das geht schnell wieder vorüber, einige Stunden. Ich glaube, der hat gesagt, das dauert ziemlich lange. I'm gonna kill Tam. Oh oh. Ich hätte das andere sagen sollen. Oh, I'm gonna kill Tam. Oh, great, yeah, I'm gonna kill. Okay, der hätte so oder so. Oh, this is horrible. Gut, ja. Gut. Dann verabschiede ich mich mal von den Idioten da. Oh Gott. Du solltest dir einen neuen Beruf suchen. Did you get them back? Ich habe alles bekommen, was ich konnte. Für ein paar Leute war es zu spät. Du hast es echt vermasselt. Ja, eigentlich alles. Für ein paar Leute war es zu spät. Oh dear. I can't believe this. All my days as a vendor are over. I just know it. Thank you for going out there. You can keep these tubers. Just don't eat them. Wieso habe ich dafür jetzt Inspiration bekommen? Das ist merkwürdig. Oh, Leilani. Was? Wer ist Leilani? Reiß dich zusammen. She's... well... She works in the spice shop down in the lower market. She's not the best cook, though. But she's wonderful. I mean, you know, she's a great person. So kind, funny, thoughtful. We've been spending a lot of time together lately. Things are really so great between us. I think I want to ask her if she'll be my girlfriend. Uh-huh. I want to be somewhere special when I ask her, though. Somewhere magical and perfect. Like sitting on a golden cloud at sunset while butterflies circle around us. But you're probably not interested in this kind of thing. Nein, das klingt kitschig. Erzähl mir mehr. Erzähl mir mehr. She loves bread. So yesterday I baked her a loaf in the shape of a rose. We ate it together on a bench in the garden. Was so perfect. Aww. Oh my god. What if I already missed the perfect moment?
so nervous to ask the question. Would you do me a favor? Can you find out Leilani's favorite place? I know it's kind of silly to dance around like this. I just want it to be special. Ah, sicher. Das kann ich machen. Nein, Liebe widert mich an. Liebe widert mich an. Was ist das denn? Ja, mach ich natürlich. You're the best. She works in the spice shop down in the lower market area. Let me know what you find out. Please hurry. I'm so excited. Liebe widert mich an. Deswegen bin ich Künstler geworden. Oh, schön. Aber... Sorry, die Malerin bin wohl ich. Gut. Aber jetzt erstmal werden wir die Bärenquest machen. You made it to Nava! You still have the pastries, right? Oh, this is gonna be great! Okay, my brother's sitting at the table right outside the bakery. I'll go over to him first, then you follow behind. Remember, make him think you're a normal delivery person. Verstanden. So, warte, ich gehe mal hier rein und tu mal so, als würde ich irgendwas machen. Und zwar, ich klaue hier die Boxen. So. Na, hier. Can I help you? Ich habe hier eine Lieferung. Ein Himbeerteilchen bestellen. Ich habe. Good. I've been expecting a delivery. Give it here. Gepäck geben. It looks like someone's rifled through these. They're a little crushed too. A little crushing isn't gonna ruin the tangy, sublime, gorgeous taste of raspberries. Ugh. What? What's happening to me? This is the most revolting, sickening. This flavor. Grape! My tongue! It'll never be the same! What despicable baker would make an error so unforgivable? Ich bin nur die Lieferantin. Neo! This my brother's idea of a prank? Poisoning a person's taste buds with the most repulsive flavor ever invented? That's just... it's... hilarious! I can't believe you actually got me. And Neo's always trying to do these ridiculous pranks. Usually I can see him from a mile away. But messing around with grape pastries? That's some risky business. You should be proud. I'm not easily pranked. Yeah, cool. That was perfect. I couldn't picture it going any better. He totally thought you were a delivery person. This one'll go down in family history. You should look into doing this for a living. I don't have much to give you, but seeing my brother eat a grape pastry was just priceless. Ja, cool. Dann haben wir das jetzt auch fertig. So, da haben wir noch ein bisschen was zu machen. Dichtmasse, Lebenselixier. Lebenselixier, da musste ich das ja nur genau wieder zurückbringen. Zweite Chance. Kai benachrichtigt die Zeitung von der lassenden Testergebnis. Vielleicht ist ihr Geschäft ja gerettet. Mhm. Genau, da können wir ja... ich warte. Was nochmal? Nett, aber neugierig. Gut. Ja, dann würde ich jetzt sagen, gehen wir mal zur Zeitung, schauen, ob da was passiert ist. Und danach machen wir eine 5 Minuten Pause und ihr könnt euch zu trinken holen, aufs Klo gehen, Schokolade holen, was sehr wichtig ist, und ich mach dasselbe. So. Wo ist die Zeitung? Da ist die Zeitung. Did you pick up a paper?
Ich hätte gerne. Looks like you already have the latest news. Achso. Would you like to donate a glowstone to the Shady Impost so we can keep the paper? No problem. Nein, ich hab, wenn ich die letzte schon hab. Gut. Dann würde ich mal sagen. Zack. Und. Warte. Okay, der Ton geht weiter. Gut, dann mach kurz Pause und um 5 geht's weiter. Bis dann. So. Und? Alle wieder da? Die macht echt einen. Also früher wurde so ein Loop aufgenommen. Also. Naja. Aber schön, dass sie die ganze Zeit zwei Zeilen wiederholt. Naja, gut. Also. Dann wollen wir mal schauen, wo der Kräuter. Eine Katze. So. Können wir denen jetzt sagen, dass... So, sounds like you've managed to impress the great Yevany. I thought you might. Your work is excellent and just the style our clients are looking for. We've got a whole bunch of commissions just waiting around. We keep them all in a ledger at the back. Take a look and see if you're up for any of them. When you finish a commission, just bring it back to me. I'll ensure you get paid and that the client gets the artwork. We're glad to have you join the gallery. Ach, wenn das so leicht wäre, ne? Oh. Es wäre einfach perfekt, wenn das einfach so einfach wäre. Ein einfaches Hühnchen. What? Meine Tochter denkt, dass Hühnchen eine kitschige Dekoration sind. Aber weißt du was? Ich mag Hühnchen. Hühnchen sind einfach niedlich. Ich hätte gerne ein detailliertes Bild von einem Hühnchen. Gut, wir bekommen 15 Schimmersteine dafür. 30, was gibt es da? 30, ein Porträt der Verzweiflung. Ich brauche ein Porträt von jemand, der wirklich traurig ist. Die Haltung dieser Person sollte tiefste Melancholie verbreiten, die auch die... Hartherzigsten unter uns zu rühren vermag. Wow. Eine Wassermühle. Wenn ich jeden Tag in einem Wohnzimmer eine Wassermühle, wie man sie im Süden von Narva antrifft, sehen könnte, würde ich niemals mehr traurig sein. Ein Lehmhaus auf dem Land. Diese kleinen Lehmhäuschen sind bezaubernd. Entschuldigung. Ich will ein Bild von einem niedlichen Lehmhaus ganz allein inmitten einer Landschaft. Ja, komm. Akzentieren wir alles? Natürlich machen wir alles, come on. Also Hühnchen ist easy, Wassermühle ist easy, Lehmhaus. Müssen wir mal schauen, wo welche sind. Ja, wahrscheinlich die Hobbit-Hürde ist ein Lehmhaus. Porträt der Verzweiflung. Du hast Aufträge angenommen. Du kannst deine aktiven Aufträge jederzeit über einen neuen Knopf in deinem Bildermenü oder der Taste C aufrufen. Bilder. Na dann, genau, C, okay. Okay, alles klar. Dann gehen wir mal kurz zu ihr hoch, zu der Alchemistin und geben das Getränk ab. Das Lebenselixier. Da. Und dann das Lebenselixier und danach würde ich mal anfangen zu malen. Ah ne, das war der Schreiber. Das ist verschlossen. Die Tür war fest verschlossen. Was war die Tür? Die Tür war offen.
Das ist die Künstlerin. Entschuldigung, warte. Entschuldigung. Und hier. Nein. Das ist die mit den Kästchen. So, jetzt hat aber. Die letzte Tür ist es natürlich. I do love working here in the university. Even though my senior professor Esma can be a bit eccentric at times. Did you by chance pick me up one of those elixirs from the market? Ja, aber sure. Warum willst du eins? Das haben wir schon gefragt. Wonderful. Now I can run some tests. Why don't you come back in about an hour and I'll fill you in on my findings. Okay, bis dann. Warte. Ja, bis dann. Gut, in einer Stunde. Jetzt kommt die Sonnenfinsternis. So. Lup. Jetzt würde ich sagen, suchen wir mal ein Hühnchen. Und eine traurige Person. Also traurige Person. Vielleicht könnten wir den Zucchini-Verkäufer malen, weil der ist ja ziemlich verzweifelt, ne? Aber erstmal suchen wir ein Hühnchen. Quack, quack, quack. Aber, ich hätte gerne ein detailliertes Bild von einem Hühnchen. Aber so auf der Straße ist das ja hässlich. Warte. Da hinten. Bei dem einen Schimmerstein-Typ. Waren, glaube ich, auch Hühnchen. Oder? Ja, hier ist ein Hühnchen drin. Und hier ist ein Stoff. Sind hier Hühnchen? Nee, da. Die machen uns Synchronentanzen hier. Voll geil. Warte, aber ist das schöner oder das da hinten? Ich glaube, das da ist schöner. Habe ich die. Oh, der ist schön. Warte, nee. Die da hinten sind ein bisschen ruhiger gerade. Also auf dem schlammigen Boden ist es ja nicht ganz so cool. Naja, dann mache ich mal, eine Stunde ist vergangen. Genau, Hühnchen, Kitschike, Deko, ja, okay. Ich wähle doch. Nein! Warte mal. Wieso kann ich die jetzt nicht wählen? Warte mal. Ich bin gerade echt dumm. Warte. Nein. Ich konnte doch die da wählen. Oh nein, ich weiß die Tastatur nicht mehr. Entschuldigung. Steuerung. Cool. Warte. Anwenden. Sarah, wie male ich nochmal? Wieso kann ich hier die... Warte mal. So. Ja. Ich will hier drauf jetzt mal. Wie ging das nochmal? Mach ich. Doppelklick. Geht irgendwie nicht. Vielleicht weil ich knie? Nee. Warte mal. Das ist ja jetzt. Hä? Ja, und das da kann ich übermalen. Aber.
Okay, jetzt geht's. Okay. Jetzt geht's. Gut. So. Nein, es tut mir leid. Streck mir nicht den Hintern her. Und ich... Ja, ein einfaches Hühnchen. Sehr schön. Aber komisch, dass es gerade nicht ging. Okay, jetzt geht das wieder ganz normal. Ich will aber das jetzt nicht. Okay, egal. Ich gehe jetzt einfach. Nein, ich... Ich will nicht malen. Lass mich in Ruhe.